Neues Jahr, alter Joppel. Sagen wir es gerade heraus, die CDU ist unser Feind. Ich höre die liberalismusgeschändeten Synapsen schon widersprechen, das kann man ja so auch nicht sagen. Damit verlässt man den Boden des demokratischen Austausches. Ja, das ist der Plan. Ich will Radikalisierung gegen diese Scheißpartei. Wenn du Politikerinnen und Politiker in den eigenen Reihen hast, die öffentlich unverwandt sagen, dass es die bösen Ausländer sind, die an Silvester geböllert haben, dass es die verfehlte Migrationspolitik sei, die unsere Einsatzkräfte gefährdet hat, dann endet an dieser Stelle politischer Austausch und die Agitation hat zu beginnen. Aber das ist Hetze, ja. Ach, das ist Hetze. Dazu will ich aufrufen. Meine ich ganz ehrlich, völlig ohne Ironie, dazu will ich aufrufen. Wenn ich diese beschissenen Tweets lese, will ich mir auf Jackie Cola mit dem fettesten Böller meinen Mittelfinger abspringen und dem beschissenen Konrad-Adenauer-Haus als Ausstellungsstück zur Verfügung stellen. Es kann doch nicht sein. Das Jahr ist wenige Tage alt und Deutsche stellen sich in die Öffentlichkeit und können unwidersprochen von der Mehrheitsgesellschaft ihre faschistoiden Phantasmen einer Politik der ethnischen Reinlichkeit propagieren. Es kann nicht sein. Wer sich gegen die universalistische Idee stellt, wer anzweifelt, dass Menschen gleich und als Gleiche zu behandeln sind, der ist als politischer Feind auf radikalste Weise zu bekämpfen.